Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Ja, und es ist wieder soweit. Es ist wieder mal ein neuer Item Shop rausgekommen. Und jetzt schauen wir doch einfach mal da rein. Nach wie vor der Maximilian, der bereits gestern rausgekommen ist. Haben wir ja gestern schon drüber berichtet. Dann schauen wir doch mal hier Erhard. Also nicht der Erhard, sondern Erhard. Ist der zweite Emote, der rausgekommen ist, also bereits gestern, haben wir ja darüber berichtet. Dann haben wir hier die Turbine, auch bereits gestern da gewesen, und Dirigible, auch von gestern. So, jetzt haben wir allerdings einen neuen, ist kein neuer Skin, aber der war gestern jetzt nicht drin. Der Rapscallion finde ich nicht wirklich so prickelnd, muss ich sagen. Mir gefällt er nicht wirklich. Da ist der Bauplan, dann ist ein Enterhaken und so weiter und so fort. Ja, aber mir gefällt er ehrlich nicht. Also ich gebe dem Ding nur 3 von 10. Und wie immer schauen wir doch einmal ganz kurz rein. Wie habt. Boah! Alter Vater! Also daran merkt ihr schon, dass ich mir vorher die Benotung von euch oder beziehungsweise von der Community nicht anschaue. Alter Vater, 4,75. What? Und das bei 12 Votes. Was geht denn hier ab? Okay. Das ist ja eine der besten Bewertungen, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Unfassbar. Na gut. Also, ja klar, ich hatte keinen Geschmack, so wie es aussieht. So, dann geht's weiter mit den Smooth Moves. Ja, den finde ich ganz nice, aber bei mir reicht es jetzt auch nur für 7 von 10, muss ich ganz ehrlich sagen. Gucken wir mal, ob es da bereits irgendwelche. Nein, gibt es jetzt noch kein Rating dafür. Schaut euch einfach das andere Video an. Das packe ich ja hinten dran an das Ende hier. Verlinke ich das, wie die Streamer darauf reagiert haben. Wir haben alle Streamer mit dabei, die wichtigsten. Wir haben Ninja, wir haben Myth, wir haben Daeguan, wir haben Hamlins und so weiter und so fort. Sind alle mit am Start. Könnt ihr euch mal die Reaktionen dann von denen reinziehen. So, dann sind wir hier bei einem Gleiter. Es ist tatsächlich ein Gleiter. Ja, dieses Bild hier, das Gemälde. Der Starry Flight. Und den finde ich eigentlich, ja, ziemlich außergewöhnlich, muss ich sagen. Und deswegen kriegt er von mir mal 7 von 10. Und da, oh alter Vater. Und hier haben sogar 2 Votes, 5 von 5, das wären dann sogar 10 von 10. Wahnsinn. Also kommt ziemlich gut an, das Ding. So, dann geht's weiter. Dann sind wir bei dem Scoundrel. Ich befürchte, ich gebe dem jetzt wieder eine negative Note, weil er mir wieder nicht gefällt. Ich finde den nicht wirklich schön. Ich gebe dem, und jetzt kriege ich voll auf die Fratz, ich gebe dem 4 von 10. Und jetzt kriege ich voll auf die Fresse. Voll drauf. Nee, das geht sogar. 3,6. Wieso kriegt der so wenig und der andere? Weil der Brüste hatte. Weil der andere Skin Brüste hat, kriegt der wohl mehr. Hä? Ja. Na gut, okay. So, also dann, sorry. Night Owl. Okay. Night Owl. Ja, die Eule. Finde ich eigentlich ganz nice. Wie hört er sich an? Okay. Den Ding gebe ich. Auch wieder 6 von 10 gebe ich dem Night Owl. Und dann gucken wir mal, wie habt ihr darüber. Wow! 10, also ein Vote, 5 von 5. Mein lieber Scholli hier. Hier, so gemein.
Und der allerletzte ist der Job well done. Den hat sich der Herr sofort eigentlich auch geholt, aber auf dem anderen Account, glaube ich. Ja, ist relativ nice. Und ja, für 200 V-Bucks kannst du meckern. Die Arbeit ist getan. Well done. Good job. Und deswegen gebe ich den Ding, weil es einfach immer mal ganz gut passt. Und weil ich weiß, dass der Herr sofort den auch gerne mal spielt. Machen wir, gehen wir mal. 8 von 10. Jetzt gucken wir mal, wie sind da die. Nur 3,5 von 5. Na gut. Also. Ja, das war's jetzt hier von dem Daily Shop. Zieht's euch einfach mal rein, die Reaktionen der Streamer. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaltet es mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss. Oder Fortnite Action mit dem Herrn sofort. Ciao.